Ja, wie bin ich denn so? Aber ich bin mit dem richtigen Frauenzimmer nach Haus. Da liegt's ja. Was einem noch alles in meinem Alter passieren kann. Ich habe keine Idee, haben sie mich dabei raufgetragen? Nein. Ich habe ja gesehen. Ich komme in das Zimmer. Ja. Da bin ich noch wach gewesen oder wach geworden? Oder ist vielleicht nur, dass mich das Zimmer an was erinnert? Meiner Seele? Naja. Gestern habe ich es halt gesehen. Was? Gestern? Vor ein paar Stunden? Aber ich habe es gewusst, dass was passieren muss. Ich habe es gespürt. Wie ich angefangen habe zu trinken gestern, habe ich es gespürt, dass. Und was ist dann passiert? Also nichts. Oder ist was, meiner weiß. Also kurz und gut. Ich war halt besoffen. Wenn ich nur wüsste, von wann an. Also, das weiß ich noch ganz genau, wie ich in das Hurenkaffeehaus hinein bin mit dem Lolo und. Nein, nein. Vor dem Sacher sind wir noch weggegangen. Und dann auf dem Weg schon. Ja, richtig. Ich bin ja mit meinem Wagen gefahren, mit dem Lulu. Was zerbreche ich mir denn so viel den Kopf? Ist ja egal. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Oh. Die hat halt einen gesunden Schlaf. Ich weiß zwar von gar nichts, aber ich werde ihr das Geld aufs Nachtkastel legen. Und Servus. Wenn man nicht wüsst, was sie ist. Ich hab viel kennt. Wir haben nicht einmal im Schlafen so tugendhaft ausgesehen. Meiner Seele. Also der Lulu möchte ich wieder sagen. Ich philosophiere. Aber es ist wahr. Der Schlaf macht auch schon gleich. Kommt mir vor. Wie der Herr Bruder, also der Tod. Ich möchte nur wissen, ob. Nein, daran müsste ich mich erinnern. Nein, nein. Ich bin gleich da auf den Divan hergefallen und nichts ist geschehen. Es ist unglaublich, wie sich manchmal alle Weiber ähnlich schauen. Naja, gehen wir. Ja, richtig. Na, wer ist denn in aller Früh? Servus, Bübi. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ach, komm her, Pussy geben. Ich habe gerade fortgehen wollen. Fortgehen? Es ist wirklich die höchste Zeit. So willst du fortgehen? So. Na, servus, kommst halt ein anderes Mal. Ja, grüß dich Gott. Na, willst du nicht das Handtuch geben? Wie eine. Was schaust du mich denn so an? Wenn man nur das Kopferl sieht, wie jetzt, beim Aufwachen sieht doch eine jeder unschuldig aus. Meiner Seele, alles Mögliche könnte man sich einbilden, wenn es nicht so nach Petroleum stinken möchte. Ja, mit der Lampe ist immer ein Gefrett. Wie alt bist du eigentlich? Na, was glaubst du? 24? Ja, freilich. Bist schon älter. Ins 20. gehe ich. Und wie lange bist du schon? Bei dem Geschäft bin ich ein Jahr. Da hast du aber früh angefangen. Besser zu früh als zu spät. Sag mir einmal, bist du eigentlich glücklich? Was? Also ich meine, geht's dir gut? Oh, mir geht's allemal gut. So, sag, ist dir noch nie eingefallen, dass du was anderes werden könntest? Was soll ich denn an? Was soll ich denn werden? Also, du bist wirklich ein hübsches Mädel. Du könntest doch zum Beispiel einen Geliebten haben. Meinst du vielleicht, ich habe keinen? Ja, das weiß ich. Ich meine aber einen, weißt einen, der dich aushält, dass du nicht mit einem jeden zu gehen brauchst. Ich gehe auch nicht mehr mit einem jeden. Gott sei Dank. Das habe ich ihn notwendig. Ich suche mir es schön aus. Im nächsten Monat ziehen wir in die Stadt, in die Spiegelgasse. Wir? Wer denn? Na, die Frau und die paar anderen Mädchen, die noch da wohnen. Da wohnen noch solche?
daneben. Höchst nett. Das ist die Millie, die auch im Kaffeehaus gewesen ist. Da schnarcht wer? Das ist schon die Millie. Die schnarcht jetzt weiter den ganzen Tag bis um 10 auf die Nacht. Da steht sie auf und geht ins Kaffeehaus. Das ist doch ein schauderhaftes Leben. Freilich. Die Frau gibt sich auch genug. Und ich bin schon um 12 Uhr Mittag immer auf der Gassen. Was machst du denn um 12 Uhr auf der Gassen? Was werde ich denn machen? Auf den Strich gehe ich halt. Ach so, natürlich. Adieu. Gehst schon. Servus. Komm bald wieder. Du, sag einmal, dir ist schon alles egal, was? Was? Ich meine, dir macht's gar keine Freude mehr. Einen Schlaf habe ich. Dir ist alles eins, ob einer jung ist oder alt. Oder ob einer... Was fragst du denn? Also... Meiner Seele, jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst, das ist... Schau ich wem gleich. Unglaublich, unglaublich. Jetzt bitte ich dich aber sehr, red gar nichts, eine Minute wenigstens. Ganz dasselbe Gesicht. Ganz dasselbe Gesicht. Na? Meiner Seele, es ist schade, dass du... nichts anderes bist. Du könntest dein Glück machen. Du bist grad wieder Franz. Wer ist Franz? Na, der Kellner von unserem Kaffeehaus. Wieso bin ich gerade so wieder Franz? Der sagt auch alleweil, ich könnte mein Glück machen und ich soll ihn heiraten. Warum tust du es nicht? Ich danke schön, ich möchte nicht heiraten. Nein. Um keinen Preis. Später einmal vielleicht. Die Augen. Ganz die Augen. Der Lolle möchte sicher sagen, ich bin ein Narr. Aber ich will dir noch einmal die Augen küssen. So. Und jetzt grüß dich Gott. Jetzt geh ich. Servus. Du, sag. Wundert dich das gar nicht? Was denn? Dass ich nichts von dir will? Es gibt viele Männer, die in der Früh nicht aufgelegt sind. Naja, zu dumm, dass ich will. Sie soll sich wundern. Also Servus. Eigentlich ärgere ich mich. Ich weiß doch, dass es schon solchen Frauenzimmern nur aufs Geld ankommt. Was sag ich solchen? Es ist schön, dass ich nicht wenigstens nicht verstellt. Das sollte einen eher freuen. Du weißt, ich komme nicht nächstens wieder zu dir. Gut. Wann bist du immer zu Hause? Zu Haus brauchst nur nach der Leocadia zu fragen. Leocadia, schön. Also grüß Gott. Ich hab noch immer nichts von den Weinen im Kopf. Also das ist doch das Höchste. Ich bin so einer und ich hab nichts getan, als sie mir in die Augen geküsst, weil sie mich an wen erinnert hat. Du, Leocadia, passiert dir das öfter, dass man so weggeht von dir? Wie denn? So wie ich. In der Früh? Nein, ob schon manchmal wer bei dir war und nichts von dir wollen hat. Nein, das ist mir noch nie geschehen. Also, was meinst denn? Glaubst du, gefallst mir nicht? Warum soll ich dir denn nicht gefallen? Bei der Nacht habe ich dir schon gefallen. Du gefällst mir auch jetzt. Aber bei der Nacht habe ich dir besser gefallen. Warum glaubst du das? Na, was fragst du denn so dumm? Bei der Nacht? Ja, sag, bin ich denn nicht gleich am Divan hingefallen? Na, freilich. Mit mir zusammen. Mit dir? Ja, weißt denn ich, du das nimmer? Wir sind, ja... Aber gleich bist du eingeschlafen. Gleich bin ich... So. Also so war das. Ja, Bubi. Du musst aber einen ordentlichen Rausch gehabt haben, dass dich nimmer erinnerst. So. Und doch, es ist eine entfernte Ähnlichkeit.
Servus. Was ist denn los? Das Stubenmädel ist schon auf. Geh, gib mir was beim Hinausgehen. Das Tor ist auch offen. Erspar's den Hausmeister. Ja, also es wäre doch schön gewesen, wenn ich sie nur einmal auf die Augen geküsst hätte. Das wäre beinahe ein Abenteuer gewesen. Es wäre mir halt nicht bestimmt. Ah, da haben sie. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, freilich. Guten Morgen. Guten Morgen.